Buch der Liebe ist lang und öde. Den fetten Wälzer kriegt ja keiner hoch. Komm schon! Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein, ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulation? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben?
Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, 2 Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Boris, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie des Alvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast 2 Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein 2. Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es 2 Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört, dann können sie die Versicherung kassieren. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Da haben wir den Geruch wieder. Genau wie ich es mir dachte. Das 2. Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen? Das Weibchen. Sie wird sich nicht in ihrem Nest aufhalten, solange Krieger jagen. Jamor, Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und 9 Töter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja,
Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Das Monster muss sterben. Wir arbeiten zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Tut mir leid, Meister Lys Alvarez. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr! Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen, mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Mit Schusswaffen könnt ihr sie am Boden halten. Das ist eine gute Idee. Hast du sie gesagt? Ja, sie ist ein Weibchen. Hört ihr, Männer? Dieser Hexer ist ein Fuchs. Auf eine Meile kann er erkennen, was die Eidechse zwischen den Beinen hat. Also gut, der Spezialist hat gesprochen. Machen wir die Armbrüste bereit. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Habt ihr Tannin dabei? Natürlich. Hier. Willst du es verteilen? Ist sie. Zu den Armbrüsten! Wir schießen das verdammte Vieh ab! Trefflich, an der Seite eines echten Hexers kämpfen zu dürfen. Du weißt wahrhaftig, das Schwert zu führen, mein Freund. Hattet ihr nicht eine Belohnung der Gilde erwähnt? Ha, keine Umschweife, was? Ein Profi durch und durch. Hier, dein Anteil.
Bis auf den letzten Koffer, wie vereinbart. Wir nehmen uns ein paar silberne Schuppen und den Schwanz mit, als Beweis für die Gilde. In Ordnung? Und wir werden den Leuten von dir erzählen. Vor allem den Händlern. Dann kriegst du feine Preise. Danke. Leb wohl. Jocaste, meine arme Jocaste. Grausam abgeschlachtet wie ein niederes Mann. Los, los! Komm schon, Plätze. Die hohen Brut! Für Finnland Vierfinger! Vorwärts, Hanse! Gemeinsam! Versucht es wenigstens! Die Hanse vergibt nie, Grauzottel!
Mir bleibt keine Wahl. Brüder, töten wir! Wir! Es ist bald vorbei. Oh! Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin ihr nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. Rührt sich nicht mal ein Pferd.
Mann, ich muss vielleicht kacken. Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen? Schon getan. Da waren ein paar Riesentausendfüßler. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexer. Ich mach dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in 2 Tagen wieder. Dann kannst du dir mein neues Lager ansehen. Ich muss gehen. Bis dann. Nein, Hexen. Dem werden sie schon Honig um den Bart schmieren.